So. Hallo. Willkommen zum neuen Multiplayer-Tag im LS17. Diesmal mal auf Losberg und ja, wer mitspielen möchte, ich habe unten mal in den ja, Kanalfeed mal reingetickert, was ihr so für Mods braucht. Den Spielername und Passwort und so. Das bekommt ihr denn von mir, nicht über den Chat, sondern followt mir, schickt mir eine Freundschaftsanfrage und dann tickern wir eben schnell. Denn wir fangen komplett neu im Safe Game an. Erledigen unsere Arbeit und schauen, dass wir halt so die Losberg ein bisschen rocken. Wie lang der Stream geht, kann ich euch nicht sagen. Je nachdem, nicht zu lange, weil es ist ja auch immer der Export nach YouTubes. Und ja, wenn Fragen da sind, wie auch immer, schreibt sie einfach in den Chat, wo auch immer. Ich gebe euch mal kurz die Info, welches Spiel wir auch spielen. Natürlich ist mein Mäuschen auch wieder dabei mit leckerem Kaffee und Susi. Also, wenn es zwischendurch mal so sich anhört, keinen Schreck bekommen. Darth Vader steht nicht neben euch, sondern das bin nur ich, indem ich an meiner E-Shisha oder E-Zigarette, wie auch immer, ziehe. Ja, wir warten noch so ein bisschen, bis die Nacht hier vorbei ist, weil die Money Cheatbox muss noch ein bisschen arbeiten. Aber wir gucken schon mal. Wir brauchen ja zuerst mal einen Schlepper. Wir nehmen nicht zu groß, aber ja, der sollte schon was können. Hier den Fast Truck, den fahre ich zum Beispiel gerne. Oder hier den Deutz 7. Sehr gutes Fahrzeug. Der Fast Truck 8000 ist ganz gut. Der Steyr. Wir gucken mal den Steyr. Steyr 6300. Nehmen wir den in 6300. Hauptfarbe Rot. Ja, Hauptfarbe Rot. Radgewicht, Breitreifen. Wir nehmen die Radgewichte und kaufen den für 240.000. 100 Euro. Jetzt muss ich natürlich direkt mal schauen. Uns gehören bis jetzt die Felder 26, 40 und 31. Da muss man natürlich mal schauen, was ist da überhaupt drauf. Rolltor öffnen. Dann versuchen wir mal kollisionsfrei uns hier zu bewegen. Vor allen Dingen mal zu schauen, ja, wie wir überhaupt fahren müssen. Wir fahren jetzt hier die Hauptstraße.
Und dann fahren wir da hoch. Okay, das heißt, da geht's nur zum Gartencenter. Natürlich blöd hier mit dem Verkehr, ne? Ein bisschen blöd gemacht. Das heißt, Verkehr machen wir aus. Hier ist ein schönes Waldstück. Kommt man hier rein? Nee. Fahren wir mal rechts. Ja, rechts kommen wir nicht. Das heißt, wir müssen bestimmt einmal komplett hinten rum. Toll. Wie kommen wir denn jetzt da zu dem? Fahren hier weiter. So. Fahren hier rein. Ja, doch hier rein. Okay, das ist auf jeden Fall bestellt. Müssen wir mal schauen. Es müsste Weizen sein. Okay. So, jedes Mal die Kippe ansuchen. So, wir dürften eigentlich mit dem TKD auskommen. 21.000.
Fassungsvolumen dürfte passen. Was jetzt? Einmal hier rum. Ja. Müssen wir mal schauen, wo wir uns hinstellen. Ich stelle mich jetzt zuerst mal mit dem Hänger hier hin. So. Erntemaschinen. Dann nehmen wir natürlich den. Und das Schneidwerk direkt mit dem passt. Dann wollen wir mal hoffen, dass wir hier überall durchkommen. Ich glaube, wir nehmen direkt mal die Abkürzung her.
gar nicht mal so einfach. Ich habe gerade gesehen. Ich muss mal eben schnell schauen, meine. Der Kontrast ist doch schon so von der Kamera. So, Schneidwerk zuklappen. Jetzt muss man hier natürlich zuerst mal vernünftig drehen können. So. Aufklappen, Strohablage abschalten beim Vorgewende. Jetzt machen wir mal Drescher anschalten und machen zuerst mal das Vorgewende. Ich glaube, wenn wir das Vorgewende schon fertig haben, sind wir schon fast fertig hier mit Feld 40. Natürlich nichts stehen lassen hier, Kollege.
weiß gar nicht, daneben sind das die Schafe, die hier beherbergt sind. Stimmt. Warum fährt der einfach weiter? Wie immer bleibt ein kleiner Flitzelfitzel einer Reihe stehen.
Moin, moin, Nils. Wie geht's dir? Mir geht's da immer gut, das weißt du doch. Solange meine Susi da ist und mein Mäuschen hier da, so ist alles super. Ja, Darth Vader. So, jetzt müssen wir überhaupt mal schauen. Ich habe natürlich gar keinen Plan davon, wo das hinkommen kann. Wir können ja einfach mal zum Hof fahren. Schauen wir mal. Ich hoffe, wir fahren in die richtige Richtung. Passt schon. So, jetzt wäre es natürlich toll, wenn wir hier irgendwo so Hofsilos hätten, wo wir das Ganze reinkippen können. Müssen wir hier mal gucken. Hier ist so ein nettes kleines Fragezeichen. Silos. Tja, was will man mehr? Perfekt. Ha.
Also man merkt, die Losberg ist natürlich für kleinere Fahrzeuge gut gemacht. Aber hier kann man nur abtanken. Dann muss man das wahrscheinlich hier. Wo muss man das reinkippen? Irgendwo muss es ja dann auch beladen werden, ne? In den. Da abkippen. Okay, also kann ich da abkippen, wo ich auch belade, ja? Das heißt, Feld 40 hatten wir fertig. Dann kommt jetzt Feld 26. Nein, da bin ich gestern leider nicht mehr zugekommen. Meine Frau wollte eigentlich noch Lego spielen, aber da ist dann noch was dazwischen gekommen. Deswegen haben wir das so nicht geschafft. Unterhalb des Feldes. Das fängt ja schon gut an.
alles sehr eng gemacht. Alles sehr eng. Gib ihm. So, jetzt mal gucken. Jetzt haben wir hier ja ein bisschen mehr Platz als eben. Mal schauen, das Schneidwerk ist besser rankriegen hier. Ja, doch. Das passt. Ohne dem Kollegen ins Feld zu fahren. Ich glaube, die Förster müssen hier mal ein bisschen wuschteln. So, Drescher aufklappen. Immerhin. Und irgendwie das Spiel heute bisschen gaga. Aber hatten wir gestern auch schon die Probleme, dass sich das ab und zu gerne mal aufgehangen hat. Keine Ahnung, ob die Server von Giants zu warm werden, je nachdem wo die stehen und nicht richtig in der Kühlung sind. Man weiß ja nie.
Dum 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 dum.
Was hat der Kollege denn hier gemacht? Hallo? überlässt man einmal den polnischen Leitkräften das Arbeiten. Klappt ja vorne und hinten nichts mehr. Vor allen Dingen der gute Raps. Probieren wir es nochmal. Gucken, was er macht. Ja, nichts machen. Hm. Na geht doch. Yippie-ae. Letzte Bahn und dann mache ich hier zuerst mal einen Cut, weil ich doch noch ein bisschen auf der Lossberg einstellen möchte und vorbereiten möchte. Ist doch noch nicht so, wie ich mir das hier vorgestellt habe. Deswegen, ja, bis später oder bis demnächst.